Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Stappenbach. So, wir legen los weiter mit unserem Tiften. Da macht alles für sein Geld. Du-di-dum-di-dum. Wo ist wieder ein Riesenfeld an die backige Nagel, aber egal. Ich hab eh noch ein bisschen Zeit, bis die Nachtruhe hier losgeht. Von daher, inzwischen haben wir noch Zeit ingehen bis zur Nachtruhe. Wieder los, das Husten. Irgendwie mag mich das zurzeit nicht so richtig. Das, wenn wir haben bei dem Wetter auch was eingefangen, das mal warm, mal kalt. Das ist ja zurzeit so, dass die Temperatur schon zwischen warm und kalt vom Feinsten. Da ich irgendwie was weggefangen habe. Oder ich weiß es nicht. Oder habe ich irgendwas mal verschleppt und jetzt kommt sie raus? Keine Ahnung. I don't know. Jedenfalls gerade in Video ist es teilweise etwas sehr nervig. Also stauben die Säcke ordentlich und voll warmer. Vielleicht der Warter. Wo steht er denn? Wo da unten? Mann. Oder auch noch überlegt, nimmst du das Bums oder nimmst du Keynes? Hab mich für Keynes entschieden, wie bereue ich es gerade. Wenn ich da ganz eng vom Schreibtisch weg müsste, um mir an das Ding daraus zu fummeln. Im Fall der Fälle, weil ich immer zur Zeit immer welche im Rucksack, wo Keynes vorher eingeworfen. Jetzt 70%, gucken wie viel Wärme noch leer ist. 75% denke ich mal. Was kriegt man denn rein? Kriegt man denn rein, wenn man fast 10.000 Liter und 13.000 Liter knapp Unterschied. Ja, dann kriegt man definitiv einen rein. Bum, 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 bum. Bindchen, glaube ich. Egal. Sowieso immer mehr tüften wie alles andere. Müssen wir mal einen Schluck trinken. Einen Moment, geht gleich weiter. Gott sei Dank, das geht hier. Guck ich doch mal, wie das jetzt bloß kurzzeitig war. Wo das Kratzen im Hals aufhörte, wenn er wieder anfing.
Du. Sagen haben wir auch schon mal ganze Stücke schon geschafft. In unserer dritten Runde. Und wir wundern über die Nebengeräusche, das sind die Krähen draußen, die mich hier so im Wind geben. Weil ich hab ein bisschen das Fenster auf, wir haben wieder leicht tropische Temperaturen, damit ich nicht ganz vor die Runde gehe, habe ich das Fenster offen. Bis in Sachen Videos manchmal etwas kontraproduktiv, muss ich sagen, aber lieber habe ich ein paar Nebengeräusche im Video, als dass ich drin ersticke. Obwohl, wenn ich nicht gerade quatsche, schlägt es eh gar nicht aus. Wer dachte, dass die Rüstung weg ist? Aber alles wird gut. Alles wird gut. Hoffe ich doch mal. So, weiter geht's, weiter geht's. Schick mir ein Stück zurück. Jetzt hier hoch. Zum Schluss nach der dritten Runde habe ich dann so weit geerntet, dass ich voll bin. Wollte ich zwar jetzt nicht sagen, aber. Ja. Dann kann ich so mal sagen, dass ich hier auf den Abfahren fahren kann. Die Runde beenden bis 14, bevor wir hoch runter das nächste Mal die hier Zweck wegkriegen. Ja, dann kriegt man noch rein. Autofahren wird man leider. Da muss ich jetzt noch 95% fahren machen. So. Mann, die Krähen nerven mich. Ich glaube, man hört zwar nicht im Mikrofon, aber nicht. Das KK auf dem Zimmer bisschen. Gebe ich offen und ehrlich zu. Nichts gegen die Krähen sagen, jawohl, da ist die Daseinsberechtigung. Und da wissen wir, warum die meckern. Doch, das wird schon sein. Aber ist halt ein bisschen leicht nervig. Finde ich zumindest. Kommt schon wieder Stappenbach. Kommen wir doch schon wieder in die Gemeinde. So, jetzt hier rum. Kurve verpasst. Muss da hier rein. Einfach mit der Riesenbude.
Wenn ich jetzt hier wieder rauskomme, soll ich runter nehmen. Ich komme nicht mal rein. Oh, passt schon. So, gucken wir mal ein bisschen mitteln, wenn wir irgendwas rumkommen. Nee. Wir müssen hier mit dem Scheißstuhl reinkommen. Entschuldigung für das Fluchen, aber ich bin gerade echt planlos, wie ich mit dem Kübel hier rankommen soll. So, blockieren wegen Achsen. Ich muss so machen, dass ich einfach was reindrücke. Ich bleib mal am Dach hängen. Kippen. Mission abwarten. Oh, das Bein geht mir auf den Sack. Nur noch die Tiere, ich hab den Sack. Haben wir wie viel 15% gerade noch? Die Scheibenleister. In 6 Ladungen sind, Mensch, Prozent sind das 7 Ladungen, da haben wir erstmal nichts vom Feld runter, was wir brauchen. Ja. Hier hochfeuern, stappen nach raus. Im Straßenverlauf mehr oder weniger folgen, ja. Mit Schräglage. Am solide gehalten. Und beim Verkehr bin ich echt manchmal überlegen, ob ich schon wirklich ausmache. Also wenn man so mit größeren Teilen fährt, ist doch ein bisschen grenzwertig, muss ich sagen. Stellen wir den hier so aufs Feld. Eh abgeerntet, daher passt das so. Und als Hacke. So, Dilly. Machen wir eine Ladung schon mal weg. Nun gut, gut. Das macht uns nicht Mut. Wird schon wieder wird, das kriegt schon wieder mit, ich quatsch wieder. Das Lied ist geschmeichelt. Der ist immer schneller voll, wie du gucken kannst. Ich habe schon teilweise den so gepimpt, dass ich das Ding hier auf die Volumen vom Trailer hochgenommen habe, damit ich nicht alles mit abtanken muss.
bin ich echt am Überlegen, ob ich das wieder mache. Also das Ding in Game hochnehme. Das Phil William. Die Datei mal extra rausziehe, also damit die Datei irgendwie austauschen muss. Oder schreibt die originale Händeklammern aus. Wenn ich Ideen. Aber wir gucken mal. Machen wir erstmal so weiter, wie wir dran setzen. Bis. Hilf kein Meckern und Co. So durch. Wir müssen das so sehen, die Runden werden ja auch immer mal kleiner. Das ist ja der Vorteil dran. Moment. Oh, das war schon der. Da drüben steht er. Wir machen erst am Anfang parallel zur Straße des Zeugs hoch wegzunehmen. Oh, ich habe sowieso wieder bis zur nächsten Folge vergessen, so ich jetzt schon. Die nehme ich zwar morgen auf, aber dann habe ich es wieder vergessen, weil das merke ich mir nie. Let's go. Dann schmeißen wir 3,50 rüber. Billy. So. Und dann von der Straße, jetzt geht es dann gleich los mit dem Boot runterfahren. Was? Wie weit wir kommen? Das hier ist eine Straße, ein bisschen folgen. Nur noch ein halbes Grad im Schnitt zu kriegen. Straßenlinie schief. Mal gucken, was wir da machen können.
Und wenn die Lohnarbeit verhindert, ist mir schon klar. Okay, aber wo kann ich die Best für den Stuhl? So, aber ich sehe gerade, wir sind am Folgenende angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Ich bin raus. Ciao, ciao. Sagt euer Jaso.